Ja, moin, hier ist Chris, Victoria Paterspiele und ich mache heute mal wieder ein Spiel auf. Ich habe lange drumrum geschlichen, habe es mir jetzt schlussendlich bestellt. Viel von gehört, Steamworks von Tasty Minstrel Games und ist gar nicht mal so wahnsinnig bekannt hier, auch ein Verlag, der gar nicht so wahnsinnig bekannt ist hier in Deutschland, aber der doch einige Eurogames gemacht hat, die für Aufsehen gesorgt haben, wie Scoville oder wie auch Gold West. Da kommt auch demnächst überall noch was dazu. Das sei hier schon mal versprochen. Aber den Anfang macht jetzt erstmal mit einem Unboxing bzw. einer kleinen Vorgestellrunde Steamworks. Und zu gegebener Zeit wird da auch eine Rezension kommen. Aber ich mache es jetzt einfach erstmal mal auf, erzähle ein bisschen was dazu. Wir gucken uns das an. Ein Legespiel mit Worker Placement Mechanismus, wobei das Legen den Worker Placement Mechanismus bedingt, denn man legt sich sein eigenes Spielfeld aus und schafft sich praktisch sein Worker Placement Spiel im Steampunk Setting, um letztendlich Siegpunkte zu machen. Und wie das alles so einigermaßen funktioniert, gucken wir uns mal eben an. Ja, jetzt haben wir hier einmal die Rückseite Steamworks. Wie gesagt, man sieht es ganz deutlich, Steampunk-Setting. Hier schon abgebildet irgendwie die kleinen Meeples mit Zylinderhüten und ganz viel Maschinerien, denn ich baue Maschinerien. Also, ne, letztendlich Steampunk auf die Spitze getrieben, denn was baut man? Man baut Maschinen. So, 2 bis 5 Spieler, das ist schon mal schön, 2 bis 5, gar nicht mal so häufig inzwischen. Dass man Spiele zu fünft hat, sind doch eher schon fast eine Ausnahme in letzter Zeit. Ab 12 Jahren, und das Ganze dauert 90 bis 120 Minuten, ist also auch eher, sag ich mal, so im Medium-Heavy-Bereich angesiedelt, die ganze Geschichte. Und jetzt wollen wir mal reingucken. Also hier Game Design, können wir auch noch mal kurz, von Alex Churchill ist das Ganze erdacht worden. Sagt mir so nix, müsste ich jetzt, habe ich jetzt auch gar nicht geguckt, ehrlich gesagt, müsste ich jetzt einfach noch mal gucken, was er sonst noch so gemacht hat. Aber ich freue mich jetzt einfach hier reinzugucken und dann sehen wir gleich mal weiter. Hier ein bisschen die Folie einschneiden. Wirklich gar nicht mal so leicht die ganze Chose, da ist einiges drin. So, wir haben hier ganz oben die Anleitung liegen. Die sieht schon mal gut aus. Farbig, viele Illustrationen und groß und übersichtlich bedruckt. Also das sollte gut lösbar sein. Sehr viele Beispiele, viele Erläuterungen. Hier nochmal die einzelnen Plättchen, die man einsetzt, alle erklärt. Also ich denke, das macht erstmal einen super Eindruck. Dann haben wir hier die Spielertableaus. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, Spielertableaus. 8 oder 9, 9 Spielertableaus. Und sehr interessant hier drin, also das ist immer hier zum Beispiel Duke Augustus Sharkness the Third, Success starts at the source. Ja, anscheinend soll das hier, was ist, ein adliger Forscher, Wissenschaftler sein. Und diese Herrschaften haben alle eine A-Seite und eine B-Seite auf ihrem Tableau. Denn auf der A-Seite sind sie alle gleich. Ja, da finden sich alle Symbole wieder. Wobei er hier sogar mal 2 hat. Moment. Nein, sie haben eine A-Seite und eine B-Seite und sind aber auch auf A und B nicht zwingend alle gleich. Jetzt haben wir hier B. Na, die Seite hier scheint aber jetzt schon 0, 1, 2, 3. Die sind hier schon gleich. Ja, auf jeden Fall. Und das war dieser Sharpness, der jetzt oben liegt, und den nehmen wir mal eben zur Seite. Hier sind sie gleich. Dann haben wir hier, das ist auch gleich, ja. Obwohl das hier schon wieder andere. Nein, es unterscheidet sich alles generell hier auch in den Darstellungen. Sorry. Es ist tatsächlich sowohl auf Seite A als auch auf Seite B anders. Also man hat eine Menge Möglichkeiten, die Charaktere zu lesen. Es gibt mehr Charaktere als Spieler dabei sind. Das sorgt ja schon mal für Variabilität. Und die Charaktere haben jeweils unterschiedliche Seiten mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Also das ist schon mal hochinteressant. Und man hört eigentlich, also ich habe zumindest gar nichts gehört, dass die Fähigkeiten irgendwie groß unbalanciert sind. Und so, das finde ich ja immer gerade bei solchen Spielen wichtig. Das ist jetzt, sagen wir mal, im Ami-Trash-Bereich, finde ich das immer nicht ganz so extrem wichtig. Aber wenn das hier wirklich um dieses Optimieren und so geht,
ist das schon nicht schlecht, wenn es einigermaßen gut funktioniert. Dann haben wir hier also Punchbögen, Uhren, ja, auch sehr schön gemacht, so kleine Taschenuhren hier. Die bekommen Spieler immer dann, wenn ihre vor ihnen liegende Maschinerie von Mitspielern genutzt wird. Dann gibt es diese Uhr, das sind so Anerkennungen, und wenn diese Uhren pro Zeitalterstapel aufgebraucht sind, bricht immer das nächste Zeitalter an und neue Karten kommen ins Spiel. Zeige ich gleich nochmal. Ja, dann haben wir das Ganze nochmal, wieder Geld, Uhren, dann haben wir diese Multiplikatorleisten. Das hier könnten Siegpunkte sein. Und hier haben wir die Maschinenteile. Ja. Da haben wir hier also zum Beispiel Ubiquity Conveyor, den haben wir zweimal, die Crescendo-Organ, Iteration Gears, Chrome, ja, und alle mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Ich ziehe das hier einfach mal ein bisschen weiter hoch, so ein bisschen mehr zu sehen ist. Ja, was haben wir hier zum Beispiel noch? Power Converter, Patriotic Haiku Generator, Patriotic Haiku Generator. Junge, Junge. Condenser, Libra Fire, Scroll Rack. Bilde hier mal weiter und so weiter und so weiter. Also wirklich diese Plättchen ohne Ende. Aus diesen Plättchen baue ich mir dann praktisch meine Maschine zusammen. Die muss funktionieren. Sie muss hier so eine Source haben. Das sind diese Sachen: Electrical Source oder Steam Source. Das sind auch hier einzelne Karten. Und die besorge ich mir. Die liegen in der Auslage. Die kann ich mir kaufen und baue mit diesem Plättchen praktisch meine Maschine zusammen, habe also ein Legespielelement, und aus diesem Legespiel wird dann das Worker Placement, also beziehungsweise, aber nicht wird, sondern eher gleichzeitig, ne? Also während diese Maschine entsteht, läuft sie ja schon. Dann haben wir hier dieses Auslagebrett, wollen wir mal aufklappen. Ja, haben wir also praktisch die Fließbänder, wo die einzelnen Maschinenteile laufen, von denen man sich das Ganze besorgen kann. Ich habe jetzt also die Regeln noch nicht ganz im Detail gelesen. Dann hat man hier Zipptüten und Meeples. Die machen wir auch nochmal auf, den Meeples, und dann legen den guten Mann hier mal zur Seite. Dann findet man auch den Clockwork Source nicht ganz so zudeckt. Dann haben wir hier die Meeples. Das sind die Worker mit den Zylindern, von denen ich eben sprach. Und das hier sind, glaube ich, die Charaktere, wenn ich das richtig sehe. Ja. Hier schon noch ein bisschen einfacher. Auch alles relativ groß, kompakt und gut anzufassen. Und der Zeppelin für den Startspieler. Ja. Das war ganz kurz mal eben reingeguckt in Steamworks, kurz vorgestellt das Spiel. Wir spielen das jetzt ein paar Mal, und wenn ich dann in der Lage bin, euch da mal eine fundierte Rezension dazulassen, dann wird die kommen, versprochen. Und ebenso versprochen ist, dass da nochmal demnächst von anderen Tastemünzel-Sachen was kommt. Denn es ist ein Verlag, der hat es mir jetzt in letzter Zeit doch irgendwie angetan, und da möchte ich mehr spielen. Das war's bis hier. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken und wünsche euch viel Spaß beim Spielen, was auch immer auf die Tische kommt in nächster Zeit, und würde mich freuen, wenn es euch hier gefallen hat, dass ihr uns einen Daumen da lasst oder vielleicht auch sogar ein Abo schaltet, wenn euch was nicht gefallen hat. Kritik, soweit konstruktiv, immer gerne genommen, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, hoffe ich, und alles Gute. Bis dahin, tschüss.